Also wir jonglieren heute mal ein bisschen mit Einheiten, mit Zahlen, mit Variablen. Hippokrates Mündchen, kleine Munde sind damit gemeint. Die könnte man ungefähr so darstellen. Ich nehme mal ein Quadrat. Das hat die Seitenlänge, sagen wir einfach A dazu. Also wie Kindergarten. Nicht G mal H, sondern A. Und ich mache mal hier einen Halbkreis rein. Und hier auch. Oh nein, der war nicht schön. Hier auch. Die schneiden sich hier an der Stelle. Also die berühren sich da gerade so. Ich möchte jetzt die Fläche, die übrig bleibt, also die hier, die gelbe, die möchte ich jetzt nur so ausgedrückt wissen, dass wir keinerlei Zahlen nehmen. Also A ist gleich. Und da bin ich mal gespannt. Na? Also die grundsätzliche erste Überlegung, das ist ganz wichtig, dass wir so vorgehen, sonst wird es nichts. Hier geht's los. Die grundsätzliche Formel. Und dann erfüllen wir die mit Leben. Dann sagen wir A eines Quadrates ist hier A mal A, also A Quadrat. Und eines Kreises, denn wir haben es mit einem Kreis zu tun, zweimal ein halber Kreis ist ein ganzer Kreis, ist minus Pi Viertel A Quadrat, denn das ist der Durchmesser. So, weiter. Jetzt gefällt mir die Formel nicht. Jetzt vereinfachen wir die noch. Das heißt, durch Ausklammern. Na los. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen ausgesponnen. Ausgesponnen insofern, also bis hierhin ist das noch normal. A Quadrat ausgeklammert heißt A mal in Klammern 1 minus Pi Viertel. Jetzt kann ich aus der 1 4 Viertel machen. Und dann schreiben, Klammer weggelassen, ne, die Klammer wird durch den gemeinsamen Bruchstrich ersetzt, A Quadrat mal 4 minus Pi Viertel. So ein Blödsinn könnte man machen. Das habe ich jetzt extra deswegen gemacht, weil solche Spinnereien, also hier, das ist albern hier. Solche Spinnereien, die werden wir aber nochmal brauchen. Weil mit solchen Kleinigkeiten und Tricksereien kommt man dann plötzlich auf Formeln, wo man dachte, das geht nie. So, machen wir mal das nächste, die nächste Übung. Also hier, das war ausreichend, bis hierhin. Jetzt haben wir wieder ein weiteres Mündchen des Hippokrates. Und zwar wieder ein Quadrat, A mal A. Und da hat einer dann hier eingestochen, hier in diesem Punkt. Und hat hier einen Kreisbogen gezogen, dann hat er hier eingepiekt und hier einen Kreisbogen gezogen. A gelb ist gesucht, schießt mal los. Mal ein Tipp, fangen wir nochmal an der Stelle an. Wenn ich hier dieses Quadrat habe, ich steche hier ein und ziehe hier einen Kreisbogen. Geht mal, ja, das ist ein Viertelkreis, genau. Wie geht's dann weiter? Fangt mal so an. Weil jetzt hier auf einen Schlag das hinzukriegen, ist schwer, glaube ich. Sagen wir doch mal in diesem Fall, da bleibt doch hier das übrig, ne? Ja, A blau. Also, müsste man wie folgt schreiben, das ist eine Zwischenüberlegung. A blau, ja, ist gleich ein Quadrat minus, also A eines Quadrates, minus was? Minus A eines Viertelkreises. A Viertelkreis. Aha. Und jetzt weiterdenken. Gleich ein Vorschlag. Mach doch hier mal blau draus. So. Also wir haben es erstmal Tippeltappetur gemacht. Wir haben uns diesen Schritt zuerst genommen. Wir haben gesagt, A gelb ist gleich A eines Quadrates, alles, minus 2 mal A blau. Ne? A gelb bleibt dann übrig. Jetzt machen wir weiter. A gelb ist A eines Quadrates minus 2 mal, und was ist A blau? A Quadrat minus A Viertelkreis. Ich mache mal VK, ne? VK schreibe ich. Viertelkreis. Jetzt multiplizieren wir aus. A gelb ist A eines Quadrates minus 2 mal A eines Quadrates minus mal minus ist plus, plus A Viertelkreis. Die 2 habe ich vergessen. 2 mal A Viertelkreis. So, das fassen wir mal zusammen. A gelb ist also, gelb ist A Quadrat minus 2 A Quadrat ist minus A eines Quadrates.
Ich mache das Minus deswegen dahinter, weil ich abziehen besser kann. Und wenn man ein führendes Minuszeichen mitschleppt, wird es meistens spannend. Und dann schreibe ich diese 2 mal A eines Viertelkreises davor. Wenn ich diese Überlegung habe, das ist der wesentliche Schritt hier, das. Wenn ich diese Überlegung habe, jetzt geht es weiter. Das ist praktisch eine Zwischenlösung. Jetzt geht es hier weiter. Also, schwupp, jetzt machen wir was dazu. Jetzt erfüllen wir das ganze Ding mit Leben. Na denn. Wir haben uns also vorher überlegt, hier an dieser Stelle, hier links, haben wir überlegt, A eines Vollkreises, deswegen habe ich hier ein Vollkreissymbol gemacht, ist Pi mal A Quadrat. Pi mal R Quadrat hieße es, aber R ist unser Radius hier. A ist unser R. So, also Pi mal A Quadrat, und da das aber nur ein Viertelkreis ist, ne, VK hat man ja gesagt, ist das Pi mal A Quadrat durch 4. Und jetzt nehmen wir uns diese gelbe Formel hier und erfüllen die wirklich mit Leben und sagen, A gelb ist demzufolge 2 mal A eines Viertelkreises, Pi mal A Quadrat durch 4. Wir werden es dann kürzen, minus a Quadrat. Und das heißt jetzt, a gelb ist demzufolge, wenn wir hier gekürzt haben, Pi, na, a Quadrat halbe minus a Quadrat. Das sollte man noch ein bisschen schicker machen, weil das ist nicht schön. Klammern wir es mal aus. A gelb ist also, jetzt klammern wir hier a Quadrat aus. A Quadrat ausgeklammert heißt es mal Pi halbe minus 1. Einverstanden?